Das Replay von meinem V8 Supercars Trans World V8 World Championship Rennen, welches ich angekündigterweise schon gewonnen habe. Ich habe im Qualifying die Pole Position geholt und ja, das Rennen dann gewonnen. Hier nun das Replay direkt vom Start aus der Cockpit-Perspektive. Ich denke, das dürfte für die meisten am interessantesten sein. Und für alle, die es nicht wissen, ich bin Jay von jayzock.de und ich werde die spannendsten Szenen mal zusammenfassen. Ja, denn nachdem, naja, ich verrate mal noch nicht zu viel, aber 3, 2, 1 und hier geht der Start los. Start, da habe ich leider total verkackt. Ich wollte im zweiten anfahren, um nicht so zu spinnen. Wie man sieht, es fällt fast komplett an mir vorbei. Na gut, komplett nicht, aber ich verliere schon Plätze hier. Zu meiner Überraschung ist meine Pace dann aber doch schon gut. Also im Normalfall bin ich eher so ein tighter, stabiler, solider Fahrer, der dann halt ab der Mitte vom Rennen durch schonendes Fahren und eine gewisse Solidarität, nennt man das so, auf jeden Fall durch solides Fahren erst schneller und weiter nach vorne kommt, da die meisten am Anfang hart pushen. Und oh, hier sehen wir auch sehr schön, totaler Fehler, viel zu krass auf die Bremse gestiegen. So, jetzt Platz gut gemacht. Auf jeden Fall ist es normal so, dass ich dann ab der Hälfte vom Rennen aufschließe, weil ich durchgehend solide fahren, während andere am Anfang schneller fahren, dann am Ende langsamer, weil sie ihr Material so abgenutzt haben oder zum Beispiel, weil die Konzentration nachlässt, sie Fehler machen und rausfliegen. Aber in dem Rennen muss ich sagen, also ich war schon erstaunt, dass ich überhaupt die Pole geholt habe. Ich bin, denke ich mal, nicht der beste Qualifier. Und wie gesagt, ich bin auch, mein Grundspeed ist auch nicht so gut. Ich bin jetzt kein Racer. Ich würde sagen, ich bin ein solider wassertragender Teamfahrer, der fürs Team fährt, in erster Linie und nicht für sich. Ich würde sagen, ich fahre recht sauber, aber halt auch recht vorsichtig dadurch. Wie auch immer, in dem Rennen lief super. Das Feld war nicht so stark scheinbar, denn sonst hätte ich sicher nicht vorne mitfahren können. Man sieht, die zwei da vorne, die sind auch nicht so langsam, also im Vergleich zu mir, ich komme da jetzt doch nicht so schnell wieder ran. Glück auch, dass der eine den Unfall direkt vor mir gebaut hat, so bin ich, glaube ich, wieder auf den dritten Platz vorgerückt. Und erste Runde ist vorbei. V8 Supercars, ich meine, wer es kennt, der kennt's. Watkins Glen fahren wir. Ne, Watkins Glen, sorry, das sage ich jedes Mal falsch. Strecke in den Vereinigten Staaten von Amerika, eigentlich auch bekannt, nicht so in Europa, genauso wenig wie die Supercars in Europa bekannt sind, aber nur gut. Ich will auch nicht zu viel Allgemeines erzählen. Ich wollte euch ja das Rennen kommentieren und mal meine schönsten Szenen so zeigen. Also das Beste ist jetzt, wie ich mich da wieder an den ersten Platz rankämpfe. Und ich denke auch, dass wir bis dahin das Rennen sehen. Weil danach, naja, eigentlich fahre ich danach fast allein vorne weg, Runde für Runde, ein bisschen mehr Abstand. Dann irgendwann mache ich noch einen Boxenstopp, Räder und Tank wird nachgefüllt oder Reifen, neue Reifen und Tankfüllung bekomme ich. Dann fahre ich halt weiter und dann bin ich im Ziel und gewinne. Recht easy peasy, aber das ist, denke ich mal, noch ganz interessant jetzt, nachdem wir den Fail-Start von mir gesehen haben, noch zu sehen, wie ich mich da langsam wieder nach vorne kämpfe. Ja, hier geht's gut nach vorne. Von den beiden Gegnern gerade gar nicht mal mehr so viel zu sehen. Vorhin habe ich sie hier noch gesehen, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Das meine ich halt, ich fahre hier jetzt nicht super schnell auf Teufel komm raus, ich muss sie einholen oder so. Oh, da vorne sieht man wieder einen, habt ihr es auch gesehen, dass da links ab. Ich fahre halt einfach solide und denke mir, das Rennen ist lang. Mal schauen, ob die ihre Konstanz da so durch das Rennen durchgehend durchhalten können. Und denk mir, egal, Pole geholt ist auch schon gut, dritter Platz ist auch schon gut. Aber mal sehen, ob ich nicht doch noch Erster werde.
meine, ich habe es eh schon verraten. Aber ich kann ja mal so tun, als weiß man noch nicht, was passiert. Und ich hätte auch gleich vom Anfang an dem Replay natürlich verschweigen können, dass ich das Rennen gewinne, aber ich habe halt schon so ein Video dem letzten, direkt nach dem Rennen gemacht und da rumgesagt, dass ich gewonnen habe. Ich habe mal viele, die sich das Video ansehen, haben dann auch das andere Video gesehen. Da hat man gerade Rauch gesehen, wie einer an der Seite stand und sich abschleppen hat lassen. Da ist auch einer rausgeflogen, hat nur die Reifen überstrapaziert. Der Kollege ist verdächtig langsam, vielleicht war der sogar mit dem anderen in den Crash verwickelt. Auf jeden Fall, da habe ich mich ja ultra schnell jetzt rangekämpft. Wie man hier sieht, bin ich jetzt auf einmal auch deutlich schneller. Also ich schätze mal, die haben sich irgendwie gecrashed. Der eine hat einen Totalschaden, muss sich abschleppen lassen. Und der Kollege da vor mir, der versucht sich jetzt irgendwie in die Box zu schleppen oder so. Hier, das ist auch komisch, da wieder da rumfährt. Jetzt passiert's, Achtung, boom! Fährt er, habt ihr's gehört, fährt er mir in die Seite rein, will ich überholen, will ich denken, what the fuck, oh mein Gott, ich muss meinen Wagen noch konkurrenzfähig und war das jetzt Absicht oder hat er seinen Wagen nach dem harten Crash nicht mehr unter Kontrolle? Da habe ich echt Angst gekriegt und mir gedacht, bevor ich mir das Rennen jetzt komplett versorge, bleibe ich mal hinter dem, gucke erstmal, was passiert. Man ist ja schon Zweiter. Nee, Quatsch, ich bin immer noch Dritter, da unten steht's. Naja, gut. Auf jeden Fall, oder? Position 3? Ja, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich mich da jetzt erstmal da nicht mehr dran vorbeigetraut und überlegt, was geht. Und hier, man sieht's ja auch, ich check die Lage, ich versuche mir den Gegner zurechtzulegen. Hier, der fährt total über den abkürzungsmäßig, ganz komisch. Und ich denke mir, was geht jetzt, was mache ich jetzt? So. Jetzt denke ich mir, okay, versuch's das mal, aber hier zieht er richtig raus. Ich dachte, okay, jetzt ist deutlich langsam, da komme ich vorbei, aber jetzt kriege ich wieder Angst. Denke mir, bevor ich hier jetzt einlenke, lasse ich dem Luft zum Atmen, weil wenn er mir nur mal reinfährt, ich glaube, das verkraftet der Wagen nicht. Und siehe da, habe ich die Tür halt aufgelassen, ist dann wieder vorne. Und er wird auch wieder schneller und er fährt auch. Ja, fährt auch wieder sauberer, wobei das gerade wieder ein harter Schlenker war. Und auch hier, das sieht schon alles so aus, als hätte er die Whiskyflasche angesetzt. Und jetzt kommt es hier. Saugen. Im sechsten sauge ich mich ran. Und denke ich mir, jetzt reicht es so. Windschatten raus. Und ganz klassisch und ganz sauber vorbeigegangen. Nur mal etwas hart anbremsen. Ich lasse sogar die Tür auf. Fair Play und so. Und aber Geschwindigkeitsüberschuss reicht. Und peng, bin ich vorbei. Und da bleibe ich jetzt auch erstmal. Ja. Jetzt bin ich dran vorbei. So. Cool dran vorbeigegangen. Schauen wir uns die Runde jetzt noch an und danach noch eine Runde. Und dann erzähle ich euch nochmal kurz. Also dann gebe ich euch quasi nochmal kurz eine Zusammenfassung von den Geschehnissen. Und dann haben wir eigentlich auch schon das Spannendste aus dem Rennen im Kasten. Wenn es bei der Aufnahme schief ging. Und euch dürfte auch nicht zu langweilig werden, weil ihr schaut euch nicht Runde für Runde an, wie ich da vor mich hinfahre, den anderen weg quasi, sondern ihr habt einen schönen schlechten Start von mir gesehen und dann einen schönen Kampf vom vierten Platz, glaube ich, nach vorne bis auf den ersten. Ja, gut, so, rausbeschleunigen, da muss man auch ein bisschen aufpassen mit meiner Setup, die ich da gefahren bin, ist mir da öfter das Heck ein bisschen rausgebrochen, das habe ich dann mehr angewöhnt, den vierten zu nehmen, was vielleicht sogar auch ohne, dass mir das Heck ausbrechen würde, besser ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich war, wie man sieht, schnell. Oh, hier kommt jetzt so eine Art Hochgeschwindigkeitspassage, die nimmt man schon so krass. Hier die Links, da muss man extrem aufpassen, die ist schneller als sie aussieht und der Wagen ist sehr unruhig. Und hier gehst du dann voll raus. Da hat man ja auch eben schön das Überholmanöver gesehen, wie ich da am 6. mich in den Schatten rangesaugt habe und dann straight up nach vorne vorbeigeschlendert bin. Hier auch nicht zu spät bremsen, wenn das Rennen länger ist, dann fange ich immer an nachzudenken auf dieser Geraden, weil ich das Gefühl habe, man hat zu viel Zeit. Und ich ich weiß nicht wirklich, ob ich Konzentrationsprobleme habe als Krankheit, aber es kommt mir manchmal so vor. Und dann schweife ich doch ab und es ist dann schon übel, wenn man da den Bremspunkt
nicht trifft, wenn man zu abgelenkt war und über irgendwas anderes nachgedacht hat. Und ja, das ist schon, oh, hier, hab das gerade gesehen, ein bisschen übersteuert, aber eigentlich kein Problem, wenn ich diesen den Wagen gefangen, weil die Schikane nicht so schnell ist. Aber trotzdem ärgerlich für die Reifen, für meine Zeit natürlich und auch so für den Flow, das kann einen schon killen. Ja, auf jeden Fall Bremspunkte auf keinen Fall zu krass verpassen bei dem Karussell, sonst ja, fliegt man dann schnell raus. Okay, wir nähern uns der Stadt Zielgeraden. Easy peasy anbremsen. Ja, ein bisschen Gas geben. Hier, wie gesagt, nicht so krass in der Kurve aufs Gas stecken, weil Heck mischt mir aus ein bisschen. Und schön wieder raus. Alright, so. Jetzt, wie gesagt, ich fahre von jetzt an vorne weg. Es kommt nochmal ein Boxenstopp und danach fahre ich auch vorne weg. Also, im Prinzip ist jetzt jede Runde wie die Runde, die ihr gerade gesehen habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hattet viel Spaß. Das ist mein erstes iRacing-Casting, wenn man so möchte. Und ich hoffe, es gefällt euch und es schauen sich viele Leute an. Ich werde auch weitere Rennen von mir auf YouTube präsentieren. Ich habe in der Zwischenzeit noch 3-4 andere V-Supercar-Rennen gefahren. Und heute Abend fahre ich auch in der neuen Liga mit, wobei ich da wahrscheinlich mit viel Glück Vorletzter werde, weil das Feld auch sehr stark ist. Gestern beim Practice, da habe ich kein Land gesehen. Heute ist auch nochmal Practice vom Rennen, mal schauen. Wie auch immer, es kommen noch mehr. Danke fürs Zusehen. Euer Jay von jayzock.de. Wenn es euch gefällt, abonnieren, liken, kommentieren. Ihr kennt das ja. Tschüss.